Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Online-Seminar aus unserer Reihe Lunch and Learn. Mein Name ist Christian Sprotte, ich bin Pressesprecher der BG ITEM und verantworte unter anderem die Kommunikation unserer Kampagne Commitment. Lunch and Learn ist ein Beitrag zu dieser Kampagne. Im Rahmen unserer Kampagne unterstützen wir Unternehmen bei Kulturveränderungsprozessen. Das machen unter anderem unsere Commitment-Beraterinnen und Berater. Ich freue mich, dass wir eine von Ihnen als Referentin für heute gewinnen können. Sie ist eine ausgewiesene Expertin auf den Gebieten Corporate Learning, Management und Kulturentwicklung. Sie verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung und begleitet mehrjährige Veränderungsprozesse. Herzlich willkommen, Dr. Annette Gebauer. Hallo. Außerdem ist an meiner Seite eine liebe Kollegin. Sie ist Arbeitspsychologin im Außendienst und gehört zu unserem Präventionszentrum in Berlin. Sie ist Ansprechpartnerin für unsere Mitgliedsunternehmen, insbesondere beim Thema psychische Belastung und Gefährdungsbeurteilung. Herzlich willkommen, Dr. Christine Gericke. Hallo. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese gerne im Chat. Sie finden den Chat rechts unten im Browserfenster. Eine Frage habe ich auch schon gestellt. Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Das Webinar zeichnen wir auf und werden die Videodatei veröffentlichen, genauso wie die Folien, sodass Sie sich alles noch einmal ansehen können. Als Teilnehmende bleiben Sie natürlich völlig anonym. Das war die Vorrede. Jetzt freuen wir uns auf Dr. Annette Gebauer und Ihren Input zum Thema Umgang mit Regeln und Regelabweichungen. Ja, vielen Dank, Herr Sprotte. Ja, ich habe mir das Thema Umgang mit Regeln und Regelabweichungen vorgenommen, weil das in meiner eigenen Beratungspraxis ständig vorkommt. Ich berate große und mittelständische Organisationen bei der Entwicklung ihrer Sicherheitskultur. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Kontexte, in denen wir unterwegs sind, aber wenn wir an der Sicherheitskultur arbeiten, kommt es ganz häufig dann zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Regeln um? Wir brauchen Regeln und gleichsam auch Regelabweichungen. Und wie schaffen wir es trotzdem, sowas wie, also einerseits konsequent zu sein und andererseits aber auch eine lernfähige und offene Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten? Und dabei habe ich eigentlich immer festgestellt, dass es so ein bisschen so ein ungeliebtes Führungsthema ist. Also man beschäftigt sich lieber gerne mit anderen Themen als mit der Frage, wie sind wir eigentlich konsequent oder wie gehen wir mit Regelabweichungen um? Und man das Thema eigentlich gerne so umschifft. Und auf der anderen Seite ist es allerdings die Frage, dieses Umgangs mit Regelabweichungen ist extrem kulturprägend. Und dieses Thema sozusagen im Informalen zu lassen oder nicht bearbeitet zu lassen, ist aus meiner Sicht hochfahrlässig. Und deswegen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und dachte, dass ich vielleicht so ein bisschen meine Überlegungen dazu zunächst skizziere. Ich mache das auch entlang eines Fallbeispiels. Und dann haben wir eine kurze Diskussion mit der Christine Gericke zu ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat in sehr interessanten Workshops zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, wo das Thema nämlich auch immer vorkam. Das haben wir in der Vorbesprechung festgestellt, dass es eigentlich immer wieder ein Thema ist, an den Organisationen sich reiben und auch Führungskräfte. Und dass wir dann zum Abschluss vielleicht auch noch auf ein paar praktische Tipps gehen, was kann man eigentlich machen, um da erste Schritte mehr in die explizite professionelle Bearbeitung dieses Themas zu machen. Ich würde jetzt mal eben meinen Bildschirm teilen. Hoffe, dass das klappt. Meistens geht es ja. Gut. Also ein ungeliebtes Führungsthema in neuem Licht betrachtet. Vielleicht erstmal noch ein bisschen was zu meinen Überlegungen oder meinen Beobachtungen, die ich mache in meiner Praxis. Also zum einen ist es so, dass für Organisationen ja das Thema Compliance schnell zu einer überlebenskritischen Bedrohung werden kann. Also Organisationen, die bestimmte Compliance- oder Regelverstöße auffällig werden, können schnell zum Beispiel ihre Betriebslizenz verlieren etc. Allerdings ist auch das beobachtbare Phänomen, jedenfalls in meiner Beratungspraxis, dass solange eigentlich alles rund läuft vom Ergebnis, ja, Compliance-Fragen in Führungsteams eigentlich oft stiefmütterlich behandelt werden. Man schifft da so ein bisschen drumherum.
Gerade so in der heutigen Zeit, wo wir uns eigentlich in Führungsteams lieber mit voller Begeisterung über Fragen von Agilität und Lernfähigkeit beschäftigen, fällt das Thema noch mehr hinten runter, weil diese Ansätze natürlich eigentlich fast das Gegenteil von der strikten Einhaltung von Regeln propagieren. Also ich sage da nur so Rebellentum oder Regelbeugen oder mal fünfe gerade sein lassen. Das sind ja durchaus alles Dinge, also Innovativitätspraktiken, die in diesem ganzen Diskurs um Agilität gepredigt werden. Und was häufig passiert ist, dass Compliance-Fragen an zuständige Fachabteilungen delegiert werden und so eigentlich diese Zielkonflikte, die wir immer haben zwischen Compliance- und Erneuerungsfragen, eigentlich eher verdeckt werden. Und was auch nicht selten passiert ist, dass diese Interessenskonflikte, die sind ja nicht weg, die sind einfach permanent da, dass die sich gerne eher in persönlichen Fehden dann zwischen Personen und persönlichen Zuschreibungen eskalieren, was natürlich häufig sehr, sehr viel negative Energie entlädt. Ein Beispiel aus meiner Praxis: Wir haben mit einem Maintenance-Anbieter für die Reparatur und Wartung von Flugzeugen zusammengearbeitet. Dort war also ein typisches Muster, und ich glaube, das kann man auf viele andere Kontexte auch übertragen. Dort war es so, dass Regelabweichungen und Grauzonen lange Zeit von Führungen stillschweigend toleriert wurden. Man muss sich vorstellen, die Flugindustrie ist natürlich eine stark regulierte Industrie, wie viele andere Organisationen im Übrigen auch. Die Regulierung hat ja eher zugenommen. Und es war eben nicht ganz klar, kann denn eigentlich diese Regulierung im Einklang gebracht werden mit natürlich auch Effizienzbestrebungen. Und so hatte man sich eigentlich auf so ein Muster eingesprungen, dass man Regelabweichungen und Grauzonen lange Zeit stillschweigend toleriert hat. Erst nach auffälligen Auditergebnissen und tatsächlich dadurch bedingt auch die Gefahr, die Betriebslizenz zu verlieren, wurde das Management auf einmal aufmerksam. Ja, auf einmal ist das Thema auf der Tagesordnung, und die erste Reaktion war, und das ist aus meiner Sicht auch sehr typisch, dass man gesagt hat: Also ab jetzt keine Toleranz mehr für Regelabweichungen, ab jetzt gibt es keine Grauzonen mehr, ab jetzt nur noch schwarz-weiß. Die Reaktion auf der Arbeitsebene war mehr oder weniger fast vorprogrammiert. Da kam natürlich eher: Wie soll das funktionieren? Und haben die eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Jahrelang haben sie es irgendwie toleriert und jetzt auf einmal nicht mehr. Das ist ja dann auch, erzeugt sofort negative Energie. Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Wir brauchen die Flexibilität, die uns Grauzonen und Regelabweichungen auch ermöglichen. Also manchmal könnte Dienst nach Vorschrift eher schädlich sein, oder wir würden nicht zum Ziel kommen. Diese Melange sozusagen, die man häufig antrifft, hat jetzt in dem Fall das Führungsteam dazu be bewegt, sich nochmal ganz anders über den Umgang mit Regeln und Regelabweichungen kritisch auseinanderzusetzen und nochmal mit dem Wunsch, einen neuen Zugang zu finden. Und diesen Denkprozess eigentlich, den wir da durchlaufen sind im Führungsteam, und ich sage das bewusst, dass wir nicht mit einzelnen Führungspersönlichkeiten jetzt gearbeitet haben, sondern wirklich eine gemeinsame Referenz oder auch ein gemeinsames Zielbild im gesamten Führungsteam etabliert haben. Diesen Denkprozess würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen nachvollziehen. Also, was haben wir da gemacht? Wir haben zum einen uns erstmal damit beschäftigt: Was sind denn eigentlich Regeln? Und haben diskutiert: Regeln sind ja im Prinzip nichts anderes als geronnenes Erfahrungswissen der Organisation. Das hat enorme Vorteile. Regeln spenden allen Beteiligten Orientierung und vor allen Dingen den Vorteil, dass nicht jeder jede Erfahrung selbst machen muss, was natürlich gerade in sicherheitskritischen Kontexten extrem hilfreich ist. Sie reduzieren Entscheidungsnotwendigkeiten. Das heißt, dass nicht alles dem gesunden Menschenverstand sozusagen überlassen wird, sondern Regeln sind ja im Prinzip, ersetzen grundsätzlich lose Kopplungen durch feste Kopplungen, indem sie einfach beschreiben: Wenn das passiert, dann sollte bitte das gemacht werden. Das sind so wie Wenn-Dann-Programme. Was wichtig ist bei Regeln, und das haben wir auch gemeinsam diskutiert, ist, dass Regeln natürlich sich immer nur auf die Vergangenheit bezogen. Das heißt, die Erfahrungen können ja nur in der Vergangenheit gemacht sein, was auf der Kehrseite natürlich heißt, dass sie die Zukunft nicht abbilden. Das heißt, wenn sich in Zukunft die Bedingungen verändern
Und das ist in komplexen lebenden Systemen meistens der Fall, wo viele unerwartete Dinge passieren, dann passen diese Regeln häufig nicht. Das bedeutet, dass Regeln dadurch, dass man sie als Erwartung gesetzt hat, im Prinzip auch gleichzeitig die Notwendigkeit von Regelabweichungen und informalen Umgangsformen erzwingen oder eigentlich auch erschaffen. Und wir sprechen ja heutzutage viel von Unternehmenskultur, die immer auch verändert werden soll. Und gerade diese informellen Umgangsformen, also die ja im Prinzip die Defizite von existierenden Regeln kompensieren sollen, das nennen wir gerne, das ist im Prinzip die Essenz der Organisationskultur. Das ist Kultur, ja, das Informale, von dem wir gerne sprechen, was wir auch besser in den Blick kriegen sollen. Deswegen haben dieser Umgang mit Regeln auch so einen wahnsinnig kulturprägenden Einfluss. Jetzt stellt sich natürlich die Führungsfrage, wie gehen wir jetzt mit diesen Regelabweichungen um? Und es gibt da, das haben wir dann auch im Führungskreis diskutiert, zwei sehr unterschiedliche Logiken in der Bearbeitung. Die erste, könnte man sagen, ist sowas wie so eine klassische Logik. Das ist eigentlich die Logik, die man sehr, sehr häufig antrifft und die auch erstmal so der erste Reflex war, den die Führungsmannschaft da gewählt hatte, nämlich also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ab jetzt nur noch strikt nach Regeln, nur noch Dienst nach Vorschrift. Und diese Logik, die basiert eigentlich eher auf so mechanistischen Organisationsverständnis, dass man sagt, okay, wir haben Regeln, wir haben Regelabweichungen und wir versuchen eigentlich, jede informelle Regelabweichung versuchen wir auszumerzen. Am besten durch eine neue Regel. Und was dann passiert ist, was hier auf der linken Grafik, dem Comic so ein bisschen dargestellt ist, dass natürlich die Regeln immer differenzierter werden, in dem Bestreben eigentlich ein sehr kompliziertes, aber am Ende doch berechenbares System in irgendeiner Form zu beschreiben, so dass man irgendwann das gesamte System erfasst hat. Eine weitere Konsequenz aus diesem Verständnis ist, dass wenn ein Regelverstoß auffällig wird, dass vor allen Dingen auf den Einzelnen geguckt wird. Dass die Willkür, die in diesem vermeintlich doch gut durchstrukturierten und sicher geregelten System beobachtet wird, dass die Willkür doch eher der einzelnen Person zugeschrieben wird, also eine gewisse Verkürzung. Es gibt auch natürlich noch eine andere Bearbeitungsform, die nicht von Kompliziertheit, aber prinzipieller Berechenbarkeit von Systemen ausgeht, also dass sich irgendwann am Ende alles mit Regeln beschrieben habe und Dienst nach Vorschrift funktioniert, sondern die eher davon ausgeht, dass wir es mit komplexen Systemen zu tun haben, in denen diese Regelabweichungen auch im Sinne von Anpassungsleistungen eine wichtige Funktion haben. Und diese Bearbeitungsform hat sich in der Regel eben unter komplexen Bedingungen besser bewährt. Und die geht in die Richtung, dass man versucht, unvermeidbare Grauzonen zum einen akzeptiert, dass es die gibt, sie aber gleichsam nicht einfach nur driften lässt, sondern versucht in den Blick zu nehmen, um gemeinsam zu lernen. Und ich würde das noch ein bisschen weiter ausführen. Was meine ich damit? Wir alle haben was machen wir in Form von Plänen, in Form von Regeln? Wir setzen eigentlich eine bestimmte Erwartung in den Raum, mit der wir eine Handlungsweise einer Wenn-Dann-Beziehung, mit der wir unser Ziel erreichen wollen. Ein bestimmtes Ergebnis unserer Handlung. Jetzt ist die operative Realität allerdings immer ein bisschen anders als das, was wir uns so am Schreibtisch überlegt haben. Und zwar, weil einfach unerwartete Dinge passieren. Ich gehe in die Werkstatt und ein bestimmtes Werkzeug fehlt. Was mache ich? Es fehlen bestimmte Informationen für eine Arbeit. Die Wetterbedingungen haben sich verändert. Ist jemand ausgefallen durch Krankheit? Es gibt viele, viele Momente, warum ich nicht sozusagen Dienst nach Vorschrift machen kann. Und das ist etwas, was sehr, sehr normal ist. Wir nennen das praktisches Driften oder das Umgehen mit Unerwarteten, wozu ja Menschen eigentlich sehr, sehr gut in der Lage sind, flexibel sich auf Situationen einzuschwingen. Aber es heißt auch, das bedeutet, dass dieses praktische Driften im Grunde genommen auch immer das Abweichen von dem eigentlichen Plan oder der eigentlichen Regel bedeutet. Das passiert immer. Und
Jetzt können wir uns unterschiedliche Resultate von diesem praktischen Driften, das Abarbeiten sozusagen entlang der Ziellinie, vorstellen. Das eine ist, das Ergebnis ist so, wie wir es uns erwartet haben. Dann wird in der Regel nicht mehr hinten drauf geguckt und geguckt, wie ist denn eigentlich dieses Ergebnis entstanden. Es kann auch zu überraschend guten Ergebnissen gucken, also Überperformance. Auch dann wird in der Regel nicht geguckt, was haben wir eigentlich, wie sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen. Meistens geht man davon aus, dass wohl alles nach Plan gelaufen ist. Können allerdings auch Fastfehler passieren. Da wird man vielleicht schon stutzig und guckt ein bisschen genauer hin. Oder es passieren gegebenenfalls auch unerwünschte Ereignisse, die wirklich auffällig sind, wo Personen zu Schaden gekommen sind, wo bestimmte Leistungen nicht erbracht wurden dem Kunden gegenüber. Meistens fängt man in diesem Moment überhaupt erst an, sich darüber Gedanken zu machen, wie ist denn eigentlich dieses System, wie ist denn eigentlich das Ergebnis entstanden? Und dann erst wird man meistens auf das praktische Driften, was immer abläuft, sowohl bei den überraschend guten als auch bei den unerwünschten, als auch bei den erwarteten Ergebnissen. Aber erst dann wird man auf das praktische Driften aufmerksam. Also typische Erklärung im Nachhinein, alles nach Plan gelaufen, solange es gut läuft, wir brauchen nicht weiter gucken, die Regel, unser System funktioniert, unsere Regeln funktionieren. Oder das unerwartete Ereignis passiert, da ist wohl was nicht richtig gelaufen, da müssen wir mal hingucken. Und wenn wir dann jemanden finden, der sich an bestimmte Regeln nicht gehalten hat oder Fehler gemacht hat, dann kommt diese Person ins Visier. Die Quintessenz dieser Grafik ist, dass jegliche Form, alle Ergebnisse, ob positive Ergebnisse oder unerwünschte Ergebnisse, alle denselben Mustern auch im Umgang mit Regeln und Regelabweichungen entspringen. Und die Frage ist, wollen wir eigentlich nur punktuell von aufgefallenen Regelabweichungen lernen im Falle, dass das Ergebnis nicht erwünscht ist? Oder nehmen wir genereller, und das ist eine ganz andere Führungshaltung, nehmen wir genereller unsere Muster im Umgang mit Abweichungen und Komplexität in den Blick? Also gucken wir mehr auf das praktische Driften und interessieren uns dafür, auch wenn nichts passiert, also wenn die Ergebnisse wie erwartet laufen. Und das erweitert diese Logik sozusagen, erweitert jetzt diese sehr eng geführte Perspektive auf den Einzelnen, die dem Einzelnen eine gewisse Willkür eigentlich zuschreibt, wenn es zu Regelverstößen kommt. Da wird dann meistens nur noch nach dem Motiv gefragt. Also wusste die Person das nicht, aber vor allen Dingen wird gefragt, war es vielleicht nur so ein Lapsus, also eine Unachtsamkeit oder war es eine Willkür oder eine grobe Fahrlässigkeit? Also weg von den Motiven des Einzelnen öffnet sich im Prinzip das Fenster zu den eher zugrunde liegenden systemischen Zusammenhängen. Wie entstehen denn eigentlich Grauzonen und Regelabweichungen im Operativen? Und welche davon sind absolut kritisch und müssen wir verhindern? Und welche dieser Grauzonen geben uns vielleicht aber auch eine Idee, dass bestimmte Regeln nicht funktionieren und dass wir das Regelsystem verändern müssen. Und ich habe hier noch eine andere Grafik mitgebracht. Also das ist entstanden in den Diskussionen, die wir mit diesem Führungsteam hatten, die dann gesagt haben, wir erweitern sozusagen den Blick von dem Einzelnen hin zu den eingespielten kulturellen Mustern, wie wir mit Komplexität und Unerwarteten umgehen, wo wirklich die verschiedensten Beteiligten in den Zustandekommen von Compliance oder Nicht-Compliance beobachtet werden. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen und dann machen wir einen Break und ich übergebe an die Frau Gericke. Also es sind, wie gesagt, zwei sehr unterschiedliche Muster, Logiken im Umgang mit Regelabweichungen, wobei sich für Komplexität eher diese systemische oder Logik-2-Sichtweise bewährt hat. Die mechanistische Sichtweise geht davon aus, wenn alle sich an die Regeln halten, läuft unser System richtig. Also die Annahme, es wird unterstellt, dass es ein wohl definiertes System gibt. Regelabweichungen und Fehler sind dann eher eine Ausnahme, weil solange die Ergebnisse so laufen wie bisher, kann so weitergemacht werden wie bisher. Und vor allen Dingen nach Regelabweichung wird dann vor allen Dingen auf den einzelnen Mitarbeiter geguckt, während die systemische Sichtweise eher mit schlecht definierten
System rechnet und deswegen Regelabweichungen oft als eine oft notwendige Anpassungsleistung in komplexen Systemen bewertet. Und nach Regelabweichungen, Fehlern und auch Erfolgen wird geguckt, wie sind wir eigentlich mit den Abweichungen umgegangen und was davon war hilfreich und was davon war extrem riskant und müssen wir in Zukunft normativ verhindern. Gut, Christine, Frau Gericke. Genau, Christine. Ich habe Genau. kurz Ich die stoppe beiden. mal meinen Bildschirm vielleicht, Ja. dann sehen wir dich in groß. Ganz groß. Ich habe gerade überlegt, welche der beiden Logiken bei mir häufiger vorkommt, wenn ich in die Lösungsworkshops gehe. Ah, das ist schon sowas. Es ist schon eher dieses mechanische Bild, ne? Dieses mechanistische. Und wenn ich in den Workshop reingehe, dann merke ich halt, dass häufig bestimmte Formulare, ne, zum Beispiel, um Weiterbildungen ja, quasi anzuzeigen, dass die sind schon da, die sind im Unternehmen vorhanden, aber die Leute wissen es einfach nicht. Ne? Also die wissen nicht, wo die Informationen stecken. Und entweder sie haben es noch nie gewusst oder aber sie sind relativ neu im Unternehmen und merken dann, das sagt ihnen keiner und sie bleiben quasi mit ihrer Frage so ein bisschen auf der Strecke. Das ist was, was ich häufig erlebe. Ein Erlebnis muss ich unbedingt erzählen, das war einfach auch lustig gewesen. Da bin ich in den Betrieb reingegangen und unser Lösungsworkshop musste leider verspätet beginnen, weil die Besprechung vorher sich verzögert hat. Und dann haben wir festgestellt, das war jetzt keine Ausnahme, das ist eher die Regel, dass also viele Besprechungen stattfinden, die dann aber länger dauern als geplant. Und dadurch auch Zeitdruck entsteht, also eins der großen Themen nachher im Workshop auch, und die Leute sagen, Mensch, das wäre schon mal wirklich ein Punkt, wenn wir es schaffen würden, unsere Besprechung einfach pünktlich zu beenden. Und in dem gleichen Raum, in dem wir da saßen, stand aber auch schon ein Schild, nämlich mit Besprechungsregeln, wo ich dann dachte, Mensch, da haben wir sie doch. Sie sind da, die Regeln stehen auf dem Tisch, aber die Leute handeln nicht entsprechend. Entweder weil man vielleicht die Verantwortlichen nicht festgelegt hat oder weil es ins Blut einfach noch nicht übergegangen ist, weil man mit der Regel vielleicht auch gar nichts anfangen kann, die da steht. Irgendjemand hat das Schild hingestellt. Aber ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. In jedem Fall bleibt das Problem. Ja? Also die Regel ist da, die steht quasi auf dem Tisch vor der eigenen Nase. Und trotzdem ist es das größte Problem, dass die Zeit einfach nicht reicht. Unter anderem eben, weil die Besprechungen nicht lange genug dauern. Und für mich ist es schon auch so eine Frage, auf der einen Seite, so eine Regel kann man ja schnell mal in die Welt werfen. Das geht ja recht fix, ne? Und dann die große Aufgabe ist es dann eigentlich eher zu gucken, wie kann ich denn die Regel mit Leben füllen, die Leute erstmal darüber zu informieren und dann nach einer bestimmten Zeit auch wirklich nachzufragen, ergibt die immer noch Sinn, so wie ich mir das vorher gedacht habe, funktioniert die und wird die auch von den anderen aufgenommen? Und also es klingt ein bisschen, ja, ein bisschen einfach, aber dieses Nachhalten, einfach auch mal zu sagen, Mensch, wir haben hier eine Regel und es wäre auch schlau, wirklich sich da mal nach zu richten. Ich glaube, das fehlt ganz häufig. Es wird viel häufiger eine Regel in die Welt gesetzt, als dass wirklich nachgehalten wird und dass geguckt wird, halten sich die Leute auch dran und gefragt wird, ergibt das Ganze überhaupt noch Sinn? Ja, wir hatten den Fall mal, wenn ich das ergänzen darf, in einem Chemieunternehmen. Da ging es auch um Regeln und Regelabweichungen. Und was die gemacht haben, die haben sich mal eine Regel genommen, die für sie besonders wichtig war. Und das war damals der Umgang mit Arbeitserlaubnisscheinen, dass also wenn die Anlagen angefasst werden von entweder Kontraktoren oder von eigenen Mitarbeitenden, dann müssen bestimmte Formularien und bestimmte Vortätigkeiten erfüllt sein und das muss alles dokumentiert sein. Das ist auch vom Gesetzgeber so vorgegeben. Und die haben gesagt, das ist eigentlich eine Essenz sozusagen, die unsere Zusammenarbeit strukturiert und die auch letztlich ein neuralgischer Punkt für Sicherheit ist. Und was die gemacht haben, einerseits haben sie gemerkt, da gibt es ganz, ganz viele Abweichungen. Also wir haben das also auch in der letzten Zeit laufen lassen, war die Diagnose vom Führungsteam. Und dann haben sie gesagt, das nehmen wir uns wirklich mal vor. Wir werden zum einen die Erlaubnisscheine jetzt häufiger kontrollieren. Ja? Also da kommt schon auch natürlich was, das ist jetzt nicht nur Ringelpiez mit anfassen, sondern wir gucken stärker drauf als Führungsteam. Aber wenn wir Fehler feststellen,
Hauen wir jetzt nicht sofort drauf, sondern wir fragen erstmal nach sozusagen und schaffen da auch Rituale dafür, wo wir das in unseren Schichtbesprechungen regelmäßig ansprechen. Fragen nach, also wie kommt es zu diesen Fehlern? Lasst uns mal die Köpfe zusammen oder zu diesen nicht ausfüllen. Lasst uns mal die Köpfe zusammenstellen, wie wir das verhindern können. Und gleichsam haben sie aber auch die Bereitschaft gezeigt, diese erlaubten Scheine einfach zu verbessern, weil es gab da natürlich enormes Verbesserungspotenzial. Und dann gab es nochmal so eine Stufe drauf, dass sie gesagt haben, wir nehmen uns in jedem Meeting, in jeder Morgenrunde, nehmen wir uns einen Erlaubnisschein mal vor, einen ausgefüllten, und gehen den mal gemeinsam durch und gucken, wo gab es da Unklarheiten in dem Ausfüllen, wo gab es vielleicht Missverständnisse, wie deuten wir eigentlich diese oder jenen Daten, die da sind, wo war vielleicht auch ein Fehler, ja. Und aber wo wirklich ganz und was bringt es überhaupt? Also wo wirklich auf die Qualität und aber auch auf die Sinnhaftigkeit dieser Scheine immer wieder hingewiesen wurde im Tun. Und das hat eine enorme Strahlkraft gehabt, auch auf den Umgang mit anderen Regeln. Ja, weil wenn man über den Umgang mit Regeln und Regelabweichung spricht, denkt man so, wir haben so viele Regeln, auf was, da können wir gar nicht auf alles achten. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was du jetzt auch berichtet hast. Aber sich mal einen neuralgischen Punkt vorzunehmen, kann eine enorme Strahlkraft haben. Das klingt total sinnvoll. Ich habe jetzt überlegt, in der Situation braucht es natürlich auch so ein bisschen Vertrauen dann zwischen den Mitarbeitern, ne, dass man halt wirklich an der Stelle ist und nicht auf eine Person zeigt, sondern sagt, wir gucken uns jetzt mal den Schein an, ohne irgendwelche Schuldzuweisung, sondern einfach, um für alle zu schauen, was geht da besser. Und das haben wir, glaube ich, nicht überall, noch nicht leider. Ja, ich denke, also meiner Erfahrung nach, also was wir den Führungsteams häufig raten, ist, den Zeitpunkt zu markieren, ab wann sie einen Unterschied machen wollen. Weil gerade mit Fragen von Regelabweichung, wenn ich es wie in dem Fallbeispiel, was ich gerade skizziert habe, länger habe laufen lassen und nicht so genau hingeguckt habe, weil ich vielleicht auch mich mit den Interessenskonflikten, die in dem Thema dranhängen, es soll ja auch schnell gehen, ne, und nicht nur compliant. Wenn ich es länger habe laufen lassen, muss ich meinen Mitarbeitenden irgendwann sagen, okay, ab jetzt, also wir wissen, dass wir Mittäter sind, das Musters, was wir hier antreffen, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wir möchten jetzt gerne einen Unterschied machen, wir möchten es anders machen, heißt nicht, dass es jetzt immer sofort funktioniert, aber ab jetzt könnt ihr das und das von uns erwarten und das ist der Weg dahin. Also weil das muss schon, weil sonst wird dieses Vertrauen nicht entstehen. Diese Berechenbarkeit dann auch zu wissen, da wird jetzt was kommen in Zukunft, das nochmal anzukündigen. Ja, genau. Eine schöne Idee. Mhm. Ja. Wollen wir nochmal gucken auf, hast du noch einen aus der Schublade oder sollen wir nochmal auf meine... Ich glaube, wir gucken jetzt mal, was man wirklich tun kann. So vielleicht genau diese einzelnen Schritte, die da jetzt noch kommen, bin ich ganz gespannt drauf. Gut, dann teile ich nochmal meinen Bildschirm. Dauert immer einen kleinen Moment. So, also was können Sie tun? Habe ich auch wieder versucht, ein bisschen entlang des Fallbeispiels zu erzählen. Was haben wir gemacht mit dem Führungsteam, als wir zumindest mal angefangen haben, jetzt also erstmal so im inneren Kreis überhaupt sozusagen für diese alternative Logik zu sensibilisieren? Wir haben da im Anschluss dann mit diesem Modell gearbeitet, was ja die BGE-TEM und die DGUV auch nutzt. Das ist dieses sogenannte Fünf-Stufen-Modell. Um überhaupt erstmal den eigenen Umgang mit Regeln und Regelabweichungen im Führungsteam zu beobachten. Und wir nutzen ja dieses Stufenmodell immer ganz gerne als Brille, also dass man sich so unterschiedliche Qualitäten zu einem im Umgang mit einem bestimmten Thema, jetzt eben Regeln und Regelabweichungen, dass man sich die anguckt, also die eigenen Praktiken und eingespielten Muster beobachtet und im Prinzip wie mit so einen Qualitätsmaßstab einordnet. Ja? Also angefangen vielleicht von so einem völlig gleichgültigen Umgang mit Regeln und Regelabweichungen, ne? Dass Regeln einfach als was total Lästiges empfunden werden und Regelabweichungen tatsächlich so eher vertuscht werden, sowohl vom Management als auch von Mitarbeitenden,
hin zu so einem reagierenden Muster, wie ich es gerade anfänglich in dem Beispiel erzählt habe, ne, dass man es lange Zeit laufen lässt, aber wenn dann ein Ereignis kommt, dann guckt man drauf und dann haut man auch gerne drauf, ne, indem man so die Einzelpersonen beschuldigt oder mal kurz so eine Welle macht, so eine symbolische Welle und dann aber ziemlich schnell wieder zum Normalgeschäft übergeht. Oder indem man sowas macht, wie wo ich ja auch dieses Bild mitgebracht habe mit den Regeln, die sich anreihen, also dass man eigentlich versucht, so ein auf dieser dritten Stufe regelorientiert, so das perfekte Regelsystem zu kreieren, indem man immer mehr Regeln kreiert. Oder eben, die beiden oberen Stufen, die gehen eher in die Richtung, dass man sehr aktiv sich mit Grauzonen beschäftigt, nach Regelabweichung fragt, in einer offenen Atmosphäre mit Mitarbeitenden, um gemeinsam zu lernen. Das sind so die Richtungen, die über dieses Stufenmodell auch abgebildet werden. Und was wir erstmal gemacht haben in dem Führungsteam ist, wir haben das mal so versucht, so ein bisschen zu definieren, was das eigentlich bedeutet. Und mit dieser Folie sind die tatsächlich auch dann, haben mit angefangen, mit den Mitarbeitenden zu diskutieren. Auch um diesen Punkt zu markieren, wir möchten es ab jetzt anders machen. Ja? Also hier habe ich das jetzt nochmal aufgeschrieben. Compliance ist auf der Stufe 1. Compliance ist ein notwendiges Übel, das wir erfüllen müssen, um die Betriebslizenz zu erhalten. Über die Stufe 2, über die Stufe 3. Ich gehe jetzt nur noch mal auf die Stufe 4 oder 5 ein, wo Sie gesagt haben, Compliance bedeutet für uns einen professionellen Umgang mit Regeln und Regelabweichungen. Wir wissen, dass Regeln mehrdeutig sind und verschiedenste Interpretationen möglich sind. Die Regeln passen nicht immer 100% zum operativen Alltag. Sie können auch Lösung sein. Aber es gibt auch sehr riskante Grauzonen und eine große Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen. Ja? Also das ist ja eine Gratwanderung zwischen sozusagen Anerkennen von Grauzonen und Laissez-faire. Ja? Und das war eine heiße Diskussion auch in dem Führungsteam, wo die gesagt haben, also wir schreiben da nicht hin, so nach dem Motto, wir finden die Grauzone toll und die Regelabweichungen sind funktional, ne? Sondern es musste schon auch markiert werden, es gibt absolute Grenzen und da müssen wir gut hingucken. Damit verbundene Herausforderungen für uns als Führungsmannschaft. Also es ist eine Essenz natürlich aus Diskussionen, die wir gemeinsam gehabt haben. Also wir müssen den Austausch, also wie fördern wir den Austausch, um ein gemeinsames Verständnis von Regeln und Standards zu fördern? Also diese Idee mit dem Arbeitserlaubnisschein, was ich gerade gesagt habe, das ist jetzt zwar ein anderes Beispiel, überhaupt, also dass man sich über die Schwierigkeiten im Umgang mit Regeln auseinandersetzen. Wie bringen wir Regelabweichungen offen zur Sprache, um zu verhindern, dass sich gefährliche Grauzonen einschleichen oder um unsinnige Regeln zu verbessern? Und wie sehen Mechanismen aus, um Entscheidungen über sinnvolle Regelabweichungen legal zu machen? Das war auch noch ein wichtiger Punkt, weil häufig ist es ja so, dass im Eifer des Gefechts, also wenn Regeln nicht funktionieren, dann muss ich in der Situation entscheiden, also von fester Kopplung auf lose Kopplung gehen, und sagen, ich mache es jetzt anders, ja, ich nehme jetzt eine andere Armatur oder so. Und die Frage ist, wie mache ich diese Entscheidung im Moment, wie kann ich die legalisieren, um nicht, dass wenn im Nachhinein drauf geguckt wird, es wie eine fahrlässige Regelabweichung erscheint. Und dafür gibt es natürlich auch kleine Rituale, die man sich überlegen kann, um diese Entscheidungsspielräume der Mitarbeitenden besser zu definieren. Und wie gehen wir verbindlich und fair mit Konsequenzen um, wenn Lernen von Regelabweichung möglich sein muss, sprich, wenn wir uns die offene, vertrauensvolle, hast du es genannt, Atmosphäre erhalten müssen. Und das heißt vor allen Dingen, dass man dafür sorgen muss, und so haben wir das diskutiert, dass Mitarbeitenden vor allen Dingen klar ist, was passiert nach einer Regelabweichung, worauf kann ich mich verlassen. Das war erstmal so ein bisschen so der, die Idee, die entwickelt wurde von dem Führungsteam. In die Richtung wollen wir uns entwickeln. Ja, da schreiben wir uns auf die Fahnen. Ja, und das ist natürlich anspruchsvoll, als Führungsmannschaft in diese Richtung zu gehen. Und was haben wir dann gemacht? Was sind so erste sinnvolle Schritte danach? Ja, also das erste war, dass wir so Leitlinien entwickelt haben. Was passiert eigentlich nach Regelabweichung, um tatsächlich diesen Umgang mit Konsequenz
oder ja, Umgang mit Konsequenzen nach und gleichsam offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu erhalten. Und was die Mannschaft da gemacht hat, die Führungscrew, Mannschaft sagt man ja, sollte man ja vielleicht nicht sagen, ist, dass sie eine Garantie gegeben haben, zunächst immer erst auf die systemischen Zusammenhänge zu schauen, als diesen Reflex, den man ja einfach hat, aufs Individuum zu gucken und und die Verantwortung im Individuum zu suchen. In diesen Leitlinien wurde das quasi festgelegt. Das wurde mit dem Betriebsrat diskutiert. Also das war natürlich auch ein heißes Eisen, diese Leitlinien. Und wurde auch also durchaus sehr kritisch diskutiert. Was sie noch gemacht haben, ist, sie haben sich mit Fragetechniken beschäftigt, um gezielt Interesse an Grauzonen und Regelabweichungen zu demonstrieren. Und haben das wirklich eingeübt, und letztlich, also du hast das Thema Vertrauen angesprochen, ich habe hier psychologische Sicherheit stehen. Weil es war klar, also wir können das jetzt behaupten, dass sozusagen das Ganze in vertrauensvoller, offener Atmosphäre stattfindet, aber eigentlich beweist sich das nur im Tun, ja? Und deswegen war die Idee, dass sie eher sagen, okay, wir wissen, dass euch vielleicht jetzt noch mal was anderes begegnet. Das ist unser Ziel sozusagen, dass wir offen über diese Themen sprechen können. Und wir versuchen das über diese Gesprächspraktiken einfach in den Alltag zu bringen, dass ihr es erfahrt. Und so schrittweise das notwendige Vertrauen aufgebaut wird. Und gerade dieses gezielte Fragen und um dieses Interesse an den Grauzonen zu demonstrieren, das ist ja vielleicht noch mal interessant, ne? So, was sind da so vielleicht auch Fragetechniken, die jetzt einige von den Teilnehmenden auch benutzen können. Also zum einen haben wir dort gearbeitet mit diesen sogenannten 5 Fragen nach Regelabweichung, die wir mal entwickelt haben, seit vielen Jahren in unserer Praxis nutzen und für die wir ja auch eine Broschüre für die Commitment-Kampagne entwickelt haben. Und das sind im Prinzip 5 Fragen, die ganz klar ganz bewusst nicht auf den einzelnen Mitarbeiter gehen, sondern auf die systemischen Zusammenhänge. Und wir haben die so in so einem Fünfer-Schritt gefasst. Das eine ist Wissen. Das ist noch eine relativ naheliegende Frage. Also war die Regel überhaupt bekannt? Und wenn nein, wie halten wir uns gegenseitig über die Regeln informiert? Sofort ist man eher in den systemischen Praktiken, in Fragen von Schulung oder Wiederholung, Sinnhaftigkeit von Regeln etc. Das zweite wird schon kniffliger und wird häufig nicht gefragt, war die Regel eigentlich verbindlich? Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Mitarbeitenden an die Stelle gesetzt hätte er die Regel auch nicht erfüllt, aus verschiedenen Gründen, weil niemand schon länger nicht mehr nachgefragt wurde, was das eigentlich mit den Regeln auf sich hat. Und dann kann man natürlich, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir uns an Regelabweichung gewöhnt. Welche Muster würden oder was würde uns helfen, gegen diese Normalisierung von Abweichungen anzuarbeiten? Kompetenz, also war die beschäftigte Person überhaupt in der Lage, die Regel auszufüllen? Manchmal stehen einfach örtliche Gegebenheiten da im Weg. Und was müssen wir dafür tun, um diese Lage sozusagen zu verbessern? Interessenskonflikte, hatte die Regel über Einhaltung überhaupt Priorität oder standen andere Interessen im Vordergrund, wie zum Beispiel Kunde, Schnelligkeit, Produktivität? Und da ist natürlich die Frage dann mit verbunden, wenn das also nicht der Fall ist, wie gehen wir eigentlich mit alltäglichen Zielkonflikten um und kritischen Entscheidungslagen? Und erst dann, am 5. Punkt, wird dann nach der Motivation gefragt. Also hat der die Beschäftigte die Regel mutwillig missachtet und natürlich dann muss mit entsprechenden Konsequenzen gerechnet werden. Aber so ist im Prinzip ein Prozess, mit diesen Fragen ist ein Prozess aufgeschrieben, wo man erst hinguckt, sozusagen, bevor man das macht, was einem manchmal so das Bauchgefühl erstmal nahelegt. Das ist eine Fragetechnik und ich würde alle Führungskräfte, die hier in der Teilnehmerschaft sind, wirklich motivieren, das mal auszuprobieren. Vielleicht erstmal mit Kollegen oder vielleicht an sich selbst, wenn man sich selbst bei einer Regelabweichung beobachtet. Was kann ich über das System lernen von dieser Regelabweichung?
oder dann eben auch mit Mitarbeitenden mit entsprechender Vorarbeit, wie ich es gerade benannt habe. Ich würde das nicht einfach so im offenen Raum machen, weil das könnte natürlich schnell als Tribunal oder so, also in einer bestimmten Melange könnte das auch als Tribunal aufgefasst werden. Und die zweite Gesprächspraktik, die ich mitgebracht habe, ist ein Debriefing, was man, das kommt so ein bisschen aus der Luftfahrt auch, die das sehr erfolgreich eingesetzt haben. Die machen das ja wirklich nach jedem Flug, dass die sowohl Briefing vor dem Flug als auch nach dem Flug Debriefing-Gespräche machen. Man kann so ein Debriefing allerdings auch viel, also auch seltener durchführen, einmal die Woche, einmal im Monat, um auf Grauzonen zu gucken, in vielleicht Kontexten, die nicht ganz so sicherheitskritisch sind, wie jetzt gerade die Luftfahrt. Aber das Schema ist, glaube ich, hier interessant, nach was man fragt. Ja, also nachgetane Arbeit, sich 20 Minuten Zeit nehmen mit dem Team, mit unterschiedlichen Perspektiven. Was wollten wir eigentlich ursprünglich erreichen? Und die Frage gehen im Prinzip an dieser, an dieser Pfeilgrafik entlang, die ich vorhin gezeigt habe, mit dem praktischen Driften. Was wollten wir eigentlich ursprünglich erreichen? Was war unser Plan? Wann ist was Unerwartetes geschehen und wie sind wir damit umgegangen? Wann und warum sind wir eigentlich vom Plan, sind wir vom Plan abgewichen? Was hat uns in dieser Situation geholfen? Was hat nicht funktioniert oder war gar riskant? Und wie wollen wir beim nächsten Mal vorgehen? Also was müssen wir verstärken im Sinne von gute Formen der Zusammenarbeit, die geholfen haben, durch eine unerwartete Situation zu navigieren? Was müssen wir beibehalten? Also welche Regeln müssen wir verstärken? Und was müssen wir vielleicht auch ändern, wo wir vielleicht wirklich in Risiko gegangen sind? Was vielleicht dazu geführt hat, dass das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis hergestellt wurde, aber was aus sicherheitstechnischen oder anderen Gründen einfach hochriskant war. Das Das war, klingt denke ganz ich, interessant. alles. Wenn vielleicht noch ein Tipp, und das ist ein bisschen Eigenwerbung, also viele dieser Praktiken und weiteren Ideen können Sie auch in dem Buch nachlesen, was ich vor 2017 geschrieben habe. Nur als wenn noch als Futter für Gedanken, wie man das so schön nennt. Vielen Dank. Annette, hier kam gerade noch die Frage Ja. im Chat mit den Fragetechniken eben. Ja. Das sollte aber keine Frage sein, die so direkt an die Betroffenen gestellt werden, oder? Also wäre für mich eher eine Gedankenstütze, wird hier Also die geschrieben. fünf Fragen nach einer Regelabweichung. Ich gehe davon aus, dass es die sind, ja. Also ich würde die schon, also das Ziel ist es schon, gemeinsam mit Betroffenen, also mit den Personen, die in die Regelabweichung involviert waren, mit denen das zu besprechen. Es ist vielleicht, also man kann es natürlich erstmal vielleicht für sich als Gedankenspiel vorarbeiten, aber in einer Kultur, die oder in einer Organisation, die professionell mit Regeln und Regelabweichungen gemäß dieser zweiten Logik umgeht, würde man sich diese Fragen stellen. Ich denke auch, ne, wenn das Vertrauensverhältnis erstmal so weit da ist, dass man auch berechenbar wird als Führungskraft, dann ist es schon sinnvoll, da direkt mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Ja. Also das erscheint vielleicht, wenn man aus einer starken Schuldkultur kommt, erscheint es vielleicht als ganz schön anspruchsvoll. Und es ist ein schrittweiser Prozess, sozusagen dahin zu kommen. Aber das Ziel wäre es tatsächlich, über so welche Fragen offen mit den Kollegen zu sprechen, um dann tatsächlich auch auf Verbesserungsmöglichkeiten zu kommen. Weil alle Wahrscheinlich war diese jetzt die Fragen gehen ja Frage, aufs System. ja, wahrscheinlich waren die Fragestellungen für denjenigen ein bisschen sehr direkt klingend. Er schreibt jetzt auch noch, die Themen müssen natürlich besprochen werden. Die Fragestellung als solche hat sich wahrscheinlich etwas direkt angehört, aber ich finde es eigentlich auch gut, dann lieber ein Stück weit direkter zu werden, als um den heißen Brei zu reden. Ja. Christina, hast du noch weitere Fragen, die an dich im Chat gestellt wurden? Ich glaube nicht mehr so. Da kam jetzt noch eine kurze vom Naja. Gleichen, ne? Noch eine Anmerkung. Manchmal sehen die Interviews aus wie Verhöre. Ja. Ja, okay. Das Das ist, also ich finde das ein interessantes Phänomen, das begegnet uns natürlich und bei unserer Arbeit ständig, ne? Wir kommen mit dieser Idee, also alle wollen ja eine Fehlerkultur oder irgendwie auch über sowas sprechen. Und sobald man anfängt, in diese Richtung zu arbeiten, also über Regelabweichung oder Fehler zu sprechen, also beobachtet man das, was man da versucht,
beobachtet man mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, ja, und interpretiert es halt auf eine bestimmte Art und Weise. Also wir haben häufig das beobachten häufig, dass wenn wir anfangen mit diesen Fragetechniken, dass dann von einigen gesagt wird, ah, das ist doch jetzt nur wieder ein Tribunal oder eben Verhör oder da soll doch jetzt jemand auf einen roten Stuhl gesetzt werden. Und es ist mit Teil der Entwicklung der Sicherheitskultur oder dieses Kulturentwicklungsprozesses, dass man da auf eine andere gemeinsame Beobachtung guckt, ne? Also, dass es eben kein Tribunal, nicht als Tribunal gesehen wird, wo es darum geht, den Einzelnen zu verhaften, sondern um gemeinsames Lernen und Arbeiten an den Kollektiv, an den eingeschwungenen kollektiven Mustern. Und das ist, also das ist ein ganz zentral, also wenn mir sowas in der Organisation, die ich beraten würde, begegnen würde, würde ich das auf jeden Fall aufgreifen und gemeinsam diskutieren. Ne? Wie kommen wir dahin, dass diese Fragetechnik nicht als Verhör, sondern als gemeinsames Lernen aufgefasst werden kann? Auftritt nicht als Staatsanwalt, sondern als Verteidiger. Ja. Okay, Das hier war ist vielleicht was eine. ganz anderes, ne? Also weil gemeinsames Lernen ist was anderes als auch was anderes als Verteidigen. Absolut. Hier ist noch eine Frage im Chat. Hallo, ist die folgende These richtig? Ich fahre ein System systemisch nach dem Driftprinzip und wenn das sinnvoll ist, toleriert auch BG bestimmte Abweichungen. Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, es gibt Arbeitsschutz. Gesetzgebung, das sind Regeln drin, die Sie einhalten müssen. An ganz vielen Stellen gibt es von uns Empfehlungen, wie man sowas umsetzen kann. Aber ich glaube, wenn Sie da eine gute Lösung finden, dann ist das sicherlich auch etwas, wo wir uns nicht dagegen sträuben würden. Natürlich, klar, wenn es harte Arbeitsschutzverstöße gibt, müssen wir die auch ansprechen und dagegen vorgehen. Das ist völlig klar. Aber vielleicht ich. In der Frage schwingt für mich so ein bisschen mit, so das Genehmigen durch die BG. Und das ist etwas, was mir beim Thema Arbeitsschutz so ganz wichtig und unterm Herzen liegt hier. Sie machen Arbeitsschutz für sich, für Ihr Unternehmen und nicht für die BG. Nicht damit wir irgendwas abhaken können, sondern für sich, damit Sie sicher und gesund arbeiten können. Und es kommt nicht darauf an, was wir dazu jetzt sagen oder ob wir da irgendwie eine Genehmigung erteilen, sondern in erster Linie geht es ja darum, dass Sie sicher arbeiten und alle Leute gesund bleiben. Hier kommt gerade noch eine Frage, das Aufstellen überbordender Regeln wird ebenso wie das Pochen auf die Einhaltung von Regeln als typisch deutsch bezeichnet. Ist das bei uns tatsächlich extremer als in anderen Nationen? Also, soll ich was dazu sagen? Ja, gerne. Das ist, diese Zuschreibung gibt es allerdings, wenn Sie in die USA beispielsweise gucken, haben Sie das noch viel extremer. Also, ich arbeite gerade mit einem amerikanischen geprägten Organisation zusammen, habe ich das Gefühl, die leiden noch viel stärker unter dieser Überregulierung. Also, dieser Wunsch nach Regulierung, der ja häufig einem, also zumindest die Überregulierung, ne? Also eine solide Form von Regulierung macht ja in bestimmten, in Organisationen durchaus Sinn. Anders hätten wir niemals dieses Sicherheitsniveau erreicht, wo die BGE-TIM ja durchaus auch einen Anteil dran hat. Die Frage ist halt, an welchen Stellen wird es zu viel? Ja? Und da geht es auch. Also jedenfalls so in die Richtung geht unsere Arbeit, geht es schon auch darum, bestimmte hausgemachte Regeln sich nochmal anzugucken und auch wieder ein bisschen zu abzustauben sozusagen, dass man wirklich auf ein sinnvoll erlebtes, solides Set an Regeln kommt und auch Freiräume gibt für die Mitarbeitenden sozusagen ihr Erfahrungswissen mit einzubringen. Also das sozusagen zusammenzudenken. Aber es ist kein rein deutsches Phänomen. Ich glaube, es ist eher ein Phänomen, wie mit Regelabweichungen, also dem Informalen umgegangen wird. Das ist eher auch, also da schwingen die nationalen Kulturkreise auch stark mit rein. Ich glaube, dass das kein rein deutsches Phänomen ist, kann jeder bestätigen, der schon mal versucht hat, in die USA einzureisen. Sich da der Grenzkontrolle gestellt hat. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen im Chat. Meine Damen und Herren, damit sind wir fast am Ende. Die Folien werden wir zusammen mit dem Mitschnitt in Kürze zur Verfügung stellen.
Vielen Dank an Dr. Annette Gebauer und Christine Gericke sowie Manuel Schlömer, der die Technik virtuos gesteuert hat. Wir haben noch eine Bitte. Wir freuen uns über Feedback zu Lunch and Learn. Wir freuen uns auf kurze Nachrichten an die E-Mail-Adresse kultur@bgetem.de. Wir freuen uns über Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Vor allen Dingen würden wir gerne wissen, ob Sie sich weitere Lunch and Learn-Termine wünschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht einmal an dieser Stelle wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.